Achtung, das nachfolgende Video dient einzig und allein zur Unterhaltung. Keine der im Video getroffenen Aussagen ist ernst gemeint. Vielen Dank und viel Spaß mit dem Video. Nanüchen, was haben wir denn hier, meine Freunde? Ja, ihr seht richtig, wir haben was ganz Besonderes. Denn heute geht es darum, das Deutsche Reich zu verteidigen gegen die Invasion bösartiger Invasoren. Oder anders ausgedrückt, wir verteidigen das böse Deutsche Reich gegen die gutartigen Invasoren. Und das ist die Mod. Szenario Overlord. Schmeißt uns ins Jahr 1943, später soll es auch 1944 und 45 geben und 1918. Wir können entweder als das Deutsche Reich spielen und eben den D-Day abwehren, oder aber wir spielen als die Alliierten selber und versuchen quasi das Deutsche Reich zu Fall zu bringen. Ich verlinke euch die Mod auch nochmal in der Videobeschreibung, denn ich bin ein unfassbar gutherziges Schalentier. Und die Mod gibt es seit in der Zwischenzeit 3 Monaten und hat auch schon 374 5-Sterne-Bewertungen gesammelt. Bin gespannt, wie sie sich spielen wird, muss ich sagen. Der erste Eindruck ist ja mal positiv. Und wie immer, wenn ihr noch andere Mods kennt, die so ähnlich aufgebaut sind oder halt auch was ganz anderes machen, gerne auch immer in die Videobeschreibung, in die Kommentare, Videobeschreibung könnt ihr nicht. Und dann schaue ich mir das gerne auch mal an in Zukunft. Hier sehen wir das Ganze auch. Es gibt 1943 der European Assault und dann gibt es 6. Juni 1944 noch und 24. Dezember 44, also quasi fast 45. Heute allerdings ist der 1. März 1943 an der Reihe. Wir werden also das Westheer spielen. Das ist relativ interessant, denn wir können A, keine Invasions machen und B, haben 200% längere Rekrutierungszeit für Truppen. Na gut, können wir nichts machen. Da werden die Alliierten, die können deutlich schneller Truppen rekrutieren. Ich denke, das ein bisschen unbalanced. Aber gut, wir schauen uns das Ganze mal an. Das ist die Karte. Die ist schön groß. Und ja, wenn ihr sagt, Krabbe, das ist eine so coole Idee und das gefällt mir voll und macht es doch bitte auch nochmal mit den Alliierten, dann bräuchten wir hier eigentlich an der Stelle bloß einfach 2000 positive Bewertungen und ein paar nette Kommentare. Dann werde ich das auf alle Fälle gerne machen. Unsere Aufgabe ist es, Nordfrankreich zu verteidigen. Das ist unsere Aufgabe. Man geht nicht davon aus, dass die Alliierten im Jahr 1943 landen. Okay, kein Problem. Jetzt ist nur die Frage, wie groß sind diese Regionen? Na, das sind schon relativ viele Provinzen hier, wie wir sehen können. Wir starten mit 45 Divisionen. Wir haben einen hübschen Fokusbaum, der schaut fast besser aus wie original deutsche Fokusbaum. Und können hier erstmal den Atlantikwall bauen, machen wir doch gerne. Und ich weiß ja auch absolut nicht, wo die landen werden, die Alliierten. Ich glaube, die werden wahrscheinlich hier unten irgendwo landen, so bei der Wanne oder bei Marlboro. Gibt es ja eigentlich so, Paul Hauser, den kenne ich. Sepp Dietrich kenne ich auch. Den kenne ich nicht. German Rock. Oh, ist es The Rock? Digga, die haben einfach einen Rock eingebaut. Ist das cool? Das ist ein Ding, das ist ein Easter Egg. Also, soweit ich weiß, hat The Rock damals nicht gelebt. Oh, Erwin Rommel persönlich. Der Wüstenfuchs. Naja. Ich bin übrigens sehr gespannt, ob die KI hier jetzt auch schwimmende Häfen nutzen wird, weil ich denke, das müssen sie fast machen. Ansonsten dürfte es für mich als menschliches Überwesen relativ einfach sein, die Grenzen hier zu verteidigen, denn wir haben ja, wie wir sehen können, 45 Divisionen zur Verfügung und wir brauchen nur, um die Häfen zu verteidigen, 26. Ist ja easy peasy, da hätten wir jetzt natürlich erstmal überhaupt kein Problem. Jetzt bin ich sehr gespannt. Das Szenario soll an sich fertig sein. Deswegen verteidigen wir auf alle Fälle auch diese kleinen Inselstaaten hier mit vorne. Deswegen bin ich auch sehr gespannt, was die KI jetzt dann so am Ende drauf haben wird. Wir werden natürlich auch bauen. Das machen wir allerdings hier hinten aus einem ganz einfachen Grund. Nämlich, wenn die meine Gebiete erobern, dann brauchen sie natürlich logischerweise möglichst lange, um hier hinten hinzukommen. Und wir können dann eventuell nochmal einen Gegenschlag starten mit unserer starken Wirtschaft hier hinten. Was haben wir eigentlich so für Ressourcen? Oh, das ist die Schweiz übrigens. Ich sehe unsere Ressourcen nicht. Warum habe ich keine Ressourcen? Doch, habe jede Menge Ressourcen. Wo sind die? Vielleicht bin ich blind oder blöd oder beides, aber ich sehe meine Ressourcen nicht. Keine Ahnung, wo unsere Ressourcen sind. Das ist mir hier nicht gestattet zu sehen oder so. Okay, das nenne ich mal 40er Combat Whip. Ohne Artillerie. Echt jetzt? Euer Ernst? Was sind denn eigentlich unsere Standardverteidigungsbataillone? Security Regiments. Das Ostbataillon ist hier ein bisschen fehl am Platz. Das ist ja eigentlich die Westfront, aber egal. Die Sicherungsbataillone, naja. Ein paar Flugzeuge brauchen wir natürlich auch noch. Da gehen wir auf alle Fälle auf wunderschöne Stukas. Und auf die 110er. Ansonsten sind wir voll, haben alles ausgenutzt, was wir nutzen könnten. Und ich gehe davon aus, dass das performance-technisch sehr schnell laufen dürfte, denn... Naja, ich meine, was soll hier schon groß berechnet werden, ne? Außer der Vogelflug,
der Zugvögel von Nord nach Süd, aber der Rest dürfte relativ easy sein. Vielleicht gibt es noch einige Skri- Okay, es läuft sehr schnell. Mein generell weiß man ja, von wo die Alliierten eigentlich kommen sollten und wo sie landen werden. Aber da ich der Mod auch zutraue, dass sie mich hops nehmen will, bin ich mir da nicht so sicher. Übrigens habe ich... Ich hoffe, dass mir dieses Video nicht gesperrt wird wegen der Flagge. Also an sich ist es ja so, dass wir in Deutschland in der Zwischenzeit das Ganze als Kunst sehen, auch in Videospielen, deswegen das kein Problem mehr darstellen dürfte, dass da ein Kreuz vom Haken drin ist. Aber ich bin da immer noch ein bisschen mit einem unguten Gefühl an der Sache. Was ich sehr interessant finde, dass unsere Divisionen fast keine Ausrüstung brauchen. Ist das normal? Also normal ist es nicht. 200 Infanterie-Equipment für 40er Combat-Wift. Wobei, die haben nur 2000 Mann, aber trotzdem. Das heißt, nur jeder Zehnte hat eine Wumme in der Hand. Die anderen Neuen, die schauen zu. Und naja gut, also bei den Sowjets war es wirklich so. Die haben ohne Waffen gekämpft und dann halt geguckt, dass sie von ihren Nachbarn eine Waffe aufheben können, wenn der umgenietet wurde. Aber das, eigentlich sind ja keine Sowjets. Ja, okay, gut. Ich lasse dich mal so stehen. So, es gibt noch eine Influence. Hitlers Influence, aha. Also, je höher das Influence-Level ist, was Hitler hat, desto besser. Weil Hitler ist jemand, der immer gerne Kontrolle über alles hat. Je niedriger das Ganze ist, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas Schlimmes passiert. Also wahrscheinlich mit dem Kopf absägt. Oder so ähnlich. Wir müssen also gucken, dass wir hier die Influence irgendwie hochbekommen. Pledge our loyalty. Machen wir das als erstes mal ein bisschen gut zureden dem alten Mann. So, die Luftwaffe wieder aufwachen. Kostet uns 5 Influence. Also es kostet uns einiges Influence. Es gibt uns aber Off-Map-Fabriken, Off-Map-Naval-Dockyards. Aber die Luftwaffe an sich wäre auch nicht so schlecht, ne? Können wir irgendwas anderes schon machen? Nein, das geht noch nicht. Auch politisch haben wir den Führer mit unter unserer Fuchtel. Wir könnten den rein theoretisch entfernen. Fände er nicht so doll. Würde uns aber ein paar Boni geben. Naja. Ich frage mich, ob wir rein theoretisch, weil wir zum Beispiel auch minus 0,07 faschistischen Support haben, ob wir auch rein theoretisch das faschistische Zeug hier wegschmeißen könnten und dann zum Beispiel, keine Ahnung, kommunistisch werden könnten und uns den Russen anschließen und dann die Deutschen beseitigen. Wahrscheinlich die Karte dafür ein bisschen zu klein. So, jetzt reden wir mal mit einem guten Führer. Bring ihm ein bisschen französischen Wein mit und hoffen, dass es gut geht. 2, 4, 1 oder minus 5. Ist aber sehr unwahrscheinlich mit minus... Ah, es war plus 4, hervorragend. Was passiert eigentlich, wenn er satisfied ist? Würde mich schon mal interessieren. Übrigens, was man nicht machen sollte, Hitler in Frage stellen, Hitler beleidigen, mehr Kontrolle fordern, das sind schlechte Sachen. Da haben wir noch unseren Case vortragen, also einfach so, warum wir so Sachen machen, wie wir sie machen. Da muss aber Hitler auf einen guten Fuß erwischen. Das ist jetzt eine 50-50 Chance. Ich würde sagen, wir wählen sie. Oh, es ist gut gegangen, geil. Normalerweise bin ich bei sowas immer voll schlecht. Oh, was gibt's denn hier so? Die Clear Victory, also man kann sagen, man hat den D-Day gewonnen. Man kann totalen Sieg ausrufen. Aha. Boah, vielleicht gibt es irgendwann im Osten auch nochmal. Oh, Paris ist gefallen, ist aber schlecht. Ah, hier gibt es Frankfurt. Ich habe die Karte noch gar nicht wirklich angeschaut. Da ist Köln und so. Düsseldorf. Ach, Düsseldorf ist unsere Hauptstadt. Gibt es denn hier die ganzen Ressourcen? Nö. Ach, da oben sind sie. Lol, das ist aber mega buggy, meine Freunde. Seht ihr das? Ja. Was ich jetzt mache, wir bauen diese Küstenforts, aber wirklich nur da, wo Häfen sind. Weil ich einfach um jeden Preis vermeiden möchte, dass sie mir die Häfen klauen. Ich weiß ja nicht, ob meine Rechnung aufgeht. Denke mal, theoretisch sollte es funktionieren. Praktisch gehe ich davon aus, dass die Modder sich aber irgendwas überlegt haben, dem man wahrscheinlich unbegrenzt viele Floating Harbors hat, also schwimmende Häfen hat, die mir das Leben zur Hölle machen sollen. Irgendwas werden sie sich überlegt haben. Aber man weiß es noch nicht. Aber ich werde vorbereitet sein. Hoffe ich. Ah! Rommel ist da. Herzlich willkommen an der Westfront. Meine, ist ja schon Feldmarschall seit 20 Jahren, aber egal, ne? So, jetzt können wir auch den Rest machen hier. Wir können hier irgendwas mit Rumblings machen oder Armeegruppe B. Mir gefällt Armeegruppe B. Ah, das ist irgendwie eine fette Armee. What? Alles klar, jetzt habe ich ein bisschen Sorgen. What the fuck? Okay, also die zwei können, ach so, die können das gar nicht, die anderen. Aber, okay. Ach doch, der kann auch 180 haben. Gut. 180. 100, okay. Also jetzt bin ich mir echt nicht mehr ganz sicher, was das hier gleich geben wird. Oh, und die Alliierten. Oh, jetzt geht's los. Ah, Spionage an meinen Küsten. Aber auch 118, ey. Puh, das ist schon heavy shit, Mann. So, wir werden Rommels Plan supporten. Beton, Stahl und Deutschland passen immer zusammen.
Küstenverteidigungsanlagen sind alle fertig gebaut, so wie es ausschaut. Sehr gut. Gucken, dass ihr auch nichts vergessen. Ah ja, doch, natürlich habe ich was vergessen. Ich blöd, Mann. Wieder nur die Hälfte angeschaut mir. Nein, nicht die. Doch, die. Doch. Doch, Krabbe, die. Ganz schön viel Land, was die Franzosen haben. Haben die sich das überhaupt verdient? Nee, haben sie nicht. Deswegen haben wir es ja genommen. Bin übrigens gespannt, ob sie es historisch machen. Das wäre nämlich dann der 6.6. 1944. Na, ah, könnt ihr total einen Krieg noch ausrufen nebenbei. Mache ich aber erstmal nicht. Erstmal weitere Fabriken mitnehmen. Und was wir jetzt machen werden, wir werden jetzt unsere... Also die zwei verteidigen weiter in die Küsten. Aber ich bin ja auch nicht ganz dumm. Ich weiß natürlich, dass die Alliierten auch im großen Stile dann hinterrücks gelandet sind mit falschen Jägern. Ich könnte mir vorstellen, dass das hier auch passieren soll. Deswegen wollen wir jetzt hier ein bisschen auch noch die anderen Gebiete verteidigen, die wir so haben. Ich habe leider viel zu wenig Division dafür. Das ist ein... Ja, okay. Aber gut, wir geben unser Bestes. Was will der Führer? Ich soll irgendwas anderes machen. Was will er denn? Ach komm, weil ich zu radikal bin. Oder irgendwie oder unlogisch. Ich mag ihn nicht mehr. Ich soll jetzt irgendwie meinen Fokus abbrechen oder so? Was will er denn jetzt von mir? Was? Führer oder Continuous Focus? Ah, ich muss jetzt Naval Production oder Air Production machen. Bei denen hier. Oh, ich mag das nicht. Aber gut, okay, natürlich, mein Führer, wie Sie befehlen. Wir brechen alles sofort ab und fangen an hier mit Air Production. Nicht Construction. Air Production. Hä? Er ist frustriert? Hä? Ich hab das doch gemacht, was er von mir wollte. Ist er dumm? Ja, gut war er, aber trotzdem, what the fuck? Ah, Spirit of the Kaiserreich. Wir können jetzt echt... Boah, das wäre... Digga, echt... Ich hätte schon Bock, dass wir dann mal den anderen Tree gehen in einem anderen Video. Aber jetzt gehen wir erstmal den rechten Weg. Ich sehe schon den Videotitel. Was wäre, wenn das Kaiserreich den D-Day gestoppt hätte? Oder sowas in der Art. Okay, Hitler will, dass ich nach Berlin gehe, um mit ihm zu reden. Machen wir natürlich, mein Führer. Darf ich das überhaupt so... Oh, da muss ich echt aufpassen, was ich sage, Mann. Natürlich können die 180 tragen, wenn die die Küsten verteidigen, oder? Ich glaube, das geht aufgrund der Küstenverteidigung. Ja, Tatsache, ich bin auch so blöd, Alter. So, wir bekommen jetzt drei spezielle Berater, solange wir ein hohes Influence-Level haben. Bin ich mal gespannt, was das für Leute sind. Es wird ja wieder was von mir. Deploy Armies. Ich soll Armeen deployen. Eine spezielle Anzahl. Was ist diese spezielle Anzahl? Steht nicht dabei. Ich will einfach nur Truppen. Okay. Einfach nur Truppen deployen. Alles klar. You have followed his instructions to the letter. Okay. Ich verstehe gar nichts, aber das System dahinter verstehe ich. Oh, Influence Level 102. Ich würde sagen, wir sind sehr beliebt beim Führer. Und was habe ich jetzt für Leute bekommen? Angeblich habe ich hier drei spezielle Leute bekommen. Aber, keine Ahnung. Oh, nee, ich habe keine Ahnung. Irgendwas Spezielles habe ich bekommen, aber irgendwie auch nicht. Ah, Wunderwaffen gibt es hier auch. Kugelblitz, Panzerkampfwagen, Maus. Oh, was? Es geht los, Südfrankreich wird invaded. Ein bisschen zu früh für meinen Geschmack. Aufhören zu trainieren. Ihr müsst nämlich kämpfen. Gleich irgendwo. Digga, der hat mich gerade als Kriminellen bezeichnet, weil ich seiner Meinung nach irgendwie zu wenig Truppen an einer bestimmten Front hatte. Kann ich das einfach abschließen? Das ist okay. Also scheinbar habe ich die Mission irgendwie einfach erfolgreich abgeschlossen, weil ich dann irgendwie doch mal eine Truppe irgendwo stehen hatte. Okay. Aber mich direkt als Radikalen und Kriminellen zu bezeichnen, das ist nicht in Ordnung. In Wirklichkeit ist er nämlich der Kriminelle. Der Führer ist kriminell. Nur er, sonst keiner. Ich hätte mich doch für den Kaiserweg entscheiden sollen, den alten absetzen. Noch erstmal Truppen und unsere Rekrutierungseinstellung erhöhen. Also rekrutierungstechnisch läuft es gut. Wir haben jetzt natürlich schon seit über 300 Divisionen im Feld. Oh, wobei. Ups. Ah, 6.6. Tatsächlich. 100% ist es 100%ig historisch. Ja, und die Kämpfe laufen jetzt in der Zwischenzeit bereits seit über einem Monat. Wir haben es geschafft, über 100.000 alliierte Soldaten zu beseitigen. Haben aber auch selber 65.000 Mann verloren. Und jetzt hat uns die Heeresgruppe 6 den Krieg erklärt. Unser Jacob L. Devers. Mit keine Ahnung wie viel Divisionen. Problem ist, sie haben Erwin Rommel abgeschlachtet. Er ist tot. Rommel ist tot. Mein alter Rommel. Das heißt, was wir jetzt machen, wir versuchen jetzt, das hier loszuwerden. Und ich habe natürlich jetzt freie Truppen, wo auch immer die jetzt schon wieder hin sind. Mhm. Moment, jetzt bin ich gerade komplett verwirrt. Hä, ich habe jetzt nochmal 51 Divisionen? Okay, wo kommen die denn jetzt auf einmal her? Ist gerade ein bisschen chaotisch. Also die sind hier und die sind hier. Und die sind auch da. Und der ist auch da. Ach so, die sind jetzt alle da. Nee, das will ich aber gar nicht, dass die alle da sind. Denn ihr müsst dorthin und ihr müsst auch dorthin und
The Rock bleibt da, wo er ist. Und ihr geht... Wobei, ich glaube, lieber lassen wir drei oben und versuchen da jetzt nochmal kurz die letzte Naval Invasion zu zerschlagen. Zerschlagen würde ich auch gerne diese eine Division, die hier steht, von Harris Gruppe B. Hat die Seiten gewechselt oder was? Braucht die Fresse oder wie schaut's aus? Ja, Digga. Übertreib doch. Ich meine, machen wir die Naval Invasion platt. Das ist mal eine positive Sache. Manpower-technisch haben sie sich wieder ein bisschen hochgecheatet. Die 6. Armeegruppe hat aber angeblich keine Truppen. Ha! Opfer. Ich hätte euch übrigens gerne noch ein paar Truppen vom D-Day selber gezeigt. Das Problem war nur, dass die Aufnahme aus irgendwelchen Gründen keine Audiospur hatte. Aber vielleicht schneide ich euch irgendwie diese letzte Szene rein, wo die Truppen dann landen. Denn was passiert ist beim D-Day? Ich habe mir die Häfen alle verteidigt und die Mod ist einfach hergegangen, hat einfach in den Gebieten geskriptete Naval Invasions gestartet und hat Häfen gespawnt. Also hier waren keine Häfen, aber die Mod hat quasi dafür gesorgt, dass dann hier Häfen sind. Fand ich relativ lustig eigentlich. Habe ich so nicht kommen sehen, ist aber schlau. Ich habe ja gesagt, die Modder werden sich irgendwas ausgedacht haben, um so Füchse wie mich übers Kreuz zu legen. Haben sie gemacht, haben sie gut gemacht, habt ihr fein gemacht, ja. Nicht so fein hingegen ist das Drama hier unten, weil das ist wirklich ein Drama. Wobei unsere Truppen hier relativ gut gegenpushen. Truppen haben wir ja auch noch ohne Ende aktuell. Und ich sag mal, solange irgendwas kämpfen kann, ist noch alles in Ordnung. Wenn du irgendwann kein Brennholz mehr hast, um es im Ofen zu verfeuern, dann hast du ein Problem. Die haben auch ein Problem, weil die haben alle nichts zum Schnabulieren. Unsere Verluste hingegen, die sind nicht so entspannt. Ich möchte übrigens dazu sagen, wir haben Red Air, ne? Die Feinde haben brutale Luftüberlegenheit, aber trotz allem machen wir sie platt. Und neue Truppen sind auch gleich in den Dienst getreten. Die machen sich auch auf dem Weg in Richtung Süden. Was ich positiv finde, weil der Süden ist immer noch ein bisschen... Oh. Oh. Keine Chance. Ja, ja, erst... Oh, was ist jetzt wieder? Das Führerorder August 1944 an den Kommandanten. Was? Der schickt mir jetzt jemanden, um mir zu helfen. Was, Digga? Warum denn? Und vor allem, er hat mir jetzt jemanden geschickt. Einfach, habe ich jetzt irgendeinen neuen General oder einen Feldmarschall? Nee, irgendwie ist auch die Hälfte gestorben in den letzten Stunden. Aber wir können die nächste Doktrin machen. Plus 3% rekrutierbare Bevölkerung. Sehr gut. Ich sage, wenn wir könnten, würden wir jetzt hier auch noch Katzen mobilisieren. Ich sag's euch. Oh. Also sterben, das Ding ist, das Basic Hearts of Iron 4 wären es Millionen Soldaten. Aber hier in der Mod sind es vielleicht 30.000, 40.000. Ich bin gespannt, was die Modder sich ausgedacht haben, wenn jemand hergeht und die so kalt macht, wie ich jetzt hier gerade. Aber hier an der Stelle ein ganz großes Dankeschön an alle, die meinen Kanal unabhängig von Werbeeinnahmen finanzieren. Das sind Kanalmitglieder und Leute, die mir hin und wieder ein paar Spenden da lassen. Großes Dankeschön auch nochmal an euch, dass ihr mich so derart noch extra zusätzlich unterstützt. Ob es dann nochmal Plan B gibt mit einer Super-Invasion, Atomkrieg, Paratrooper, die wir zum Beispiel gar nicht gesehen haben. Das ist eine Sache, die mir aufgefallen ist. Es wurden keine Paratrooper gespawnt, was mich ein bisschen gewundert hat, ehrlich gesagt. Denn unter anderem in Vorbereitung zum D-Day gab es eben auch groß angelegte Paratrooper, also Fallschirmjäger-Einsätze, die sie zur Aufgabe hatten, Verbindungswege zu zerstören, zu besetzen, Nachschubwege abzuschneiden, einfach, dass die Truppen unorientiert sind, keinerlei Support mehr bekommen, Nachschub einfach keinen mehr existiert, sowas halt, ne? Aber sowas gab es hier nicht. Vielleicht gibt es in Zukunft noch oder vielleicht ist es einfach nicht umsetzbar, wobei ich denke, in der heutigen Zeit mit Mods ist eigentlich alles umsetzbar, also du kannst, glaube ich, alles mit einer Mod machen. Wir haben es jetzt auch komplett geschafft, die D-Day-Invasion oder generell alle Invasions abzutrennen, zu zerstören, zurückzuschlagen, genauso wie die Invasion hier unten, die sieht mir jetzt auch nicht relativ schwierig aus. Das Ding ist nur, ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Führer trotzdem nicht, oh, die Allies have landed. 5. Panzerarmee, a large formation of both infantry will be deployed in Paris, aha. Wo ist sie denn? Ne, das ist nicht Paris, oder? Ist das Paris oder nicht Paris? Hä, in Paris sollen angeblich Truppen gespawnt werden. Ich wusste jetzt gerade echt nicht, wo Paris ist auf der Karte. Also wie ich das sehe, gibt es hier keine Einheiten. Achso, da noch kurz. Da sind sie. Grenadierregimente. Oh, litte Dinge, Alter. Sehr hübsch. Ah, in Düsseldorf. In Düsseldorf haben sie auch eine fette Armee gedroppt. Die stelle ich mal in den Norden zur Küste, dass sie da mal die Küste verteidigen können, falls da nochmal eine Naval Invasion kommen sollte. Die Überreste der alliierten Truppen hier, die machen wir relativ zügig kalt. Das war also wieder ein Wortspiel, ne? Die machen wir relativ zügig kalt. Ei, das ist ja... der war so schön. Wir können übrigens den bei die Schweiz integrieren, aber... geht das? Lol.
Na, okay, geht nicht. 125.000 Tage ist mir dann doch ein bisschen zu lang. Verluste, 145.000 zu 302.000. Fabriken haben wir mehr, Division haben die angeblich immer noch ein paar, wo auch immer die sein sollen. Vielleicht versteckt irgendwo unter dem Schiff, was noch hier irgendwo vor Küste liegt. Und dann haben wir jetzt ein paar Sekunden tatsächlich die letzten Überreste alliierter Truppen auf deutschem Boden beseitigt. Nämlich jetzt. Und jetzt gibt es nur noch um die 80 Divisionen und die sind keine Ahnung wo. Schauen wir mal. Declare Victory over D-Day. Okay, machen wir mal. Schauen wir, was passiert, wenn wir 2 Wochen unseren Sieg über die Invasoren gefeiert haben. Muss schon echt scheiße sein, ne? Wenn du so mit nur hunderttausende Soldaten verlierst, weil du denkst, du kannst die Deutschen besiegen. Und die Deutschen haben einfach mich als Feldmarschall. Unhistorisches Ending. Wieso unhistorisch? Ja gut, das ist unhistorisch, ja. Und da die Alliierten gescheitert sind und den Westen nicht verteidigen konnten, aber auch aufgrund dessen, dass wir alle unsere Truppen jetzt hier Richtung Osten schicken konnten, erzählt mir jetzt die Mod hier, haben die Sowjets trotzdem gewonnen und haben halt alleine dann Deutschland besetzt. Und den Sowjets quasi deutliche Vorteile im Kalten Krieg beschert. Halte ich persönlich für ein Gerücht, denn da ich ja hier an der Macht bin, hätte ich wahrscheinlich dann auch am Osten gewonnen. Ja, aber eine coole Sache. Ich möchte jetzt nur eine Sache noch ausprobieren. Und zwar, was wäre, wenn wir den Führer direkt am Anfang so richtig auf die Schnauze gehaut hätten? Und wie gesagt, wenn ihr da Bock drauf habt, dann schauen wir uns gerne nochmal, warte mal ganz kurz, sogar nochmal, gibt es noch? Können wir das anschauen? Ah ja, schau mal, hier. Aha. Oh, okay. Ja gut, da ist ein bisschen am Arsch, ist aber noch nicht fertig, ne? Coming soon steht meistens dafür, dass es nicht ausgearbeitet ist und nicht empfehlenswert zu spielen. Wie gesagt, 1943 ist aktuell das, wo empfohlen wird. Und wenn ihr da Bock auf die Alliierten habt, wie gesagt, lasst gerne einen Kommentar da. Und wir können auch gerne nochmal ein extra Video machen, wenn ihr da auch richtig viel Bock drauf habt, wo wir dann versuchen, den Kaiser da, oder was wir hier machen können, wieder zu bringen. Mit diesem Weg. Fight for a new Fatherland. Wahrscheinlich dann Bürgerkrieg in Frankreich oder so. Keine Ahnung. So, Führer, du bist ein Arsch. Oder so. Kurz ein bisschen cheaten. Hab heute noch nicht gecheatet, also darf ich das jetzt mal. Und zwar werden wir jetzt erstmal mehr Kontrolle fordern. Wir werden ihn beleidigen. Wir werden ihn beleidigen. So. Ja, ja. Schon mal bei 32. Ist aber noch entspannt. Übrigens auch interessant, wenn man mal den Nebel des Krieges ausmacht. Das ist scheinbar wirklich so, dass die Mod komplett die Einheiten spawnt, sobald dann quasi das Event ausbricht. Und das ist völlig in Ordnung. Ich finde es nur interessant, wie es generell funktioniert, weil die haben quasi 0 Einheiten. Und ich denke mal, 6.6. spawnt dann einfach die KI das ganze Zeug hier. So, dann machen wir hier diese Strong Points, um den Führer noch mehr auf die Schuhe zu treten. Also wir sind jetzt unter 25, der Führer ist angeblich richtig angepisst, aber ich kriege davon aktuell noch nichts mit. Vielleicht ist der Rauch um Berlin einfach noch zu weit weg, um bis zu mir rüber zu wedeln. Ich hau dem so auf die Schnauze, das juckt ihn einfach gar nicht. 13 Influence, dachte, dass der mir jetzt in der Zwischenzeit den Kopf absägt, aber nix. Einzige, was mir aufgefallen ist, der andere ist ja jetzt weg mit dem 200% Malus auf Naval Invasions. Ich überlege jetzt, ob es rein theoretisch möglich wäre, trotzdem den Naval Invasions zu starten. Dafür schauen wir mal ganz kurz auf... Naja, wobei ich denke... Nee, okay. Nee, ist nicht möglich. So, disregard the Nazi Party. Machen wir doch mal. Weg mit der Nazi Party. Was soll schon passieren? Oh, you have disrespected the party for the last time. Hitler is no longer our leader. Make it ex, sie macht eine Ausrede. Okay, Hitler nimmt an und geht wieder schlafen. Okay, schaut das mit dem Bürgerkrieg aus. Oh, Hitlers Rage, Alter, jetzt geht's aber richtig ab. Ah, wenn unsere Influence niedrig genug ist, haben wir die Möglichkeiten, neue Einflusseffekte zu nehmen. Das wäre jetzt zum Beispiel Marshall Centralized Power. Das gibt uns relativ interessante Verteidigungsboni. Planungsgeschwindigkeit, mehr Organisation, das ist ganz cool eigentlich. Okay, jetzt weiß ich zumindest, wofür die Influence der Einfluss wichtig ist, dass er niedrig ist. Da ist wieder die Naval Invasions, ihr seht ja auch, die haben sich hier gleich die ganzen Dinger gesnackt. Die haben hier gleich die ganzen Häfen gespawnt. So, Civil War? Okay, ah. Sind wir das? Nee. Was sind wir jetzt? Ach ja, das Kaiserreich. Oh, cool. Haben wir Truppen? Oh ja, 45.
Wird überhaupt nichts. Wird mir voll auf den Sack bekommen. Aber trotzdem, es ist eine coole Sache. Nee, würde ich mir gerne nochmal anschauen in Zukunft. Aber wie gesagt, ihr entscheidet. Die Mod ist ganz lustig. Ich glaube, als Alliierte zu spielen macht richtig viel Bock. Weil das ist, glaube ich, eine Challenge. Mit den Deutschen hier kämpfen, könnte interessant werden. Würde ich mich drauf freuen. Also ballert die Daumen hoch. Abonniert den Kanal. Werft eurer Krabbe das Geld in den Mund. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Bleib dabei. Habe ich übrigens gesagt, dass ich die Mod cool finde? Nee, habe ich es jetzt gemacht. Tschüss.